Es hat das Silber seine Gänge und das Gold, das man läutert, seinen Ort. Eisen bringt man aus der Erde und aus den Steinen schmelzt man Erz. Man macht der Finsternis ein Ende und findet zuletzt das Gestein tief verborgen. Man bricht einen Schacht von da aus, wo man wohnt. Darin hangen und schweben sie als die Vergessenen, da kein Fuß hintritt, fern von den Menschen. Bad Schlema im Erzgebirge. Der Schlemerbach eilt der Zwickauer Mulde zu. Flink, überstürzt. Denn die Menschen haben ihn in ein Bett gezwängt. Dort, wo er war, konnten sie ihn nicht gebrauchen. Da war er im Wege, so wie Häuser im Wege waren. Und eine Kirche, Straßen und der Wald. Unter der Erde hier, unter Bach und Häusern fand man, vor vielen hundert Jahren schon, nein, kein Gold. Oder doch Gold? Erst war es wertlos und dann wertvoll. Pechblende, sagte man, als es wertlos war. Uran hieß es, als man endlich wusste, was in ihm steckte. Pechblende. Was für ein seltsames Wort. Es steckt Pech drin und die Verblendung. Aber wohl auch die Hoffnung, die jener hat, der sich blenden lässt. Brachte sie nun Glück oder Pech oder beides zusammen? Und geht das überhaupt zusammen? Pechblende, ein tiefschwarzes, glänzendes Stück Stein, so glatt, dass man am liebsten darüber streichen möchte, wie über einen Schmeichelstein in der Manteltasche. Es sieht aus, als kämen schwarze Blasen aus dem Gestein, wie Pilze oder wie ein Geschwür. Diese Pechblende kommt seit dem 16. Jahrhundert hier bei uns vor, brachte für die Bergleute Pech, weil jeder Bergmann wusste, wenn das Erz angetroffen wird, dann geht das Silber zu Ende und man hat keine Arbeit. Deshalb auch der Ausdruck Pechblende. Ab 1825 wurde dann das Uran genutzt, um Gläser zu färben. Erst gelbe und grüne Gläser. Die waren also beliebt wegen ihrer strahlenden Farben. Muss aber dazu sagen, dass also dieser radioaktive Gehalt dort noch sehr gering war. Später sind Glasuren entwickelt worden, die natürlich wesentlich gefährlicher gewesen sind. Der Begriff Radioaktivität ist ja durch die Frau Curie geprägt worden 1898. Bis dahin war Radioaktivität nicht bekannt. Und Henri Becquerel gilt ja als der Entdecker dieser Radioaktivität. Und die Frau Curie und ihr Mann haben dann 1898 die Elemente Polonium und Radium entdeckt. Radium, das Strahlende, das, was man früher als Phosphorfarbe bezeichnet hat, was also zum Beispiel auch für die Bemalung von Urnziffernblättern genutzt worden ist. Pechblende, Uran, Radium, Radioaktivität. Das muss geordnet werden und erklärt. Hermann Meine im Uranbergbaumuseum in Bad Schlema versucht es nach Kräften. Die meisten seiner Besucher, so denkt er manchmal, haben im Physikunterricht wohl geschlafen oder alles vergessen. Um 1 Gramm Radium herzustellen, mussten 7 Tonnen Uranerz verarbeitet werden. 1 Gramm Radium hat um 1900 etwa 400.000 Reichsmark gekostet. Und daher der Umkehrschluss, was so selten und so teuer ist, muss was Gutes sein. Und deshalb eben war der Begriff Radioaktivität zu dieser damaligen Zeit positiv besetzt. Es musste eben bloß stark genug sein. Und man hat dann die haarsträubendsten Präparate hergestellt. Es gab also Anti-Aging-Creme, wie man das so schön sagt, wo dann also der obere Teil der Epidermis leicht verbrannt wurde, wo dann also keine Falten mehr zu sehen waren. Es gab dann auch radioaktive Zahncreme für das strahlende Lächeln, sagen wir immer. Oder eben auch Badezusätze, wo also auf dieser Büchse dann drauf stand, garantiert unschädlich für Mensch und Wanne. Und wo man natürlich dort mit radioaktiven Gehalten umgegangen ist, die heute also weit im Gesundheitsgefährden Bereich liegen. Am Anfang die Lust auf strahlende Farben, dann die Gier nach dem sündhaft teuren Radium. Die Menschen begannen, die Erde unter Schlema und anderswo im Erzgebirge abzusuchen nach Uran. Sie stiegen in die alten Silberbergwerke, durchsuchten die Halden nach der einst wertlosen Pechblende, die nun Glück verhieß, gründeten Fabriken und Kurbäder, auch in Schlema, das 1918 zu Bad Schlema wurde.
radioaktive Bäder und Trinkkuren gegen Schmerzen. Die Züge kamen direkt aus Paris und Berlin bis ins Erzgebirgsdorf. Berlin, Schlema in 3 Stunden. In entgegengesetzter Richtung zuckelten die Güterzüge, brachten das Erz nach Oranienburg, nördlich von Berlin. Dort ließ Karl Auer von Welsbach 1926 die Auerwerke errichten, ein Werk zur Verarbeitung seltener Erden. Das Werk in Oranienburg sollte später noch eine Rolle spielen bei der Jagd nach der Atombombe. Doch noch war Radium vor allem ein Heilmittel. Wer Radium badet, dem nichts mehr schadet. Wer Radium trinkt, wieder fröhlich singt. Wer Radium atmet 4 Wochen lang, der bleibt vergnügt sein Leben lang. Ein Kurgast Mitte der 20er Jahre. 1935 wurde in Bad Schlema das neue Kurhotel eingeweiht. Oberschlema, du verjüngst, frischst die Nerven wieder auf. Rheuma, Ischias, verschwindet, Oberschlema, heil, Glück auf. Während die Gäste, ab 1937 freilich nur noch die Arischen, im Schlemarer Radiumbad kuren, entdeckt Otto Hahn am Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie die Kernspaltung. Eigentlich wollte er durch den Beschuss von Uran mit Neutronen den so wertvollen Stoff Radium erzeugen. Doch anstatt ein paar Teilchen aus dem Uran herauszuschlagen, hatten die Neutronen den Atomkern, der bis dahin als unzerstörbar galt, gespalten. Hahn fand heraus, dass dabei Energie freigesetzt wird. Sehr viel Energie. Energie, die ganze Welt zu zerstören. Wenn man sich dann vor Augen hält, dass 1939 erst die Kernspaltung entdeckt worden ist, kann man sich natürlich schon vorstellen, welchen gigantischen Entwicklungsschub diese Kernphysik erlebt hat, dann im Rahmen dieses Rüstungsprojekts im Zweiten Weltkrieg bis hin dann zu den Abwürfen der ersten Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Und erst dann hat man eigentlich erkannt, was man dort in die Welt gesetzt hat, was das für eine fürchterliche Waffe ist, mit welchen verheerenden gesundheitlichen Schäden. Und wir haben also diese Geschichte hier ganz besonders mit herausgestellt, weil man natürlich feststellen muss, ohne den atomaren Wettlauf der Supermächte wäre hier in Schlema nie Uran abgebaut worden. Und wir hätten vielleicht heute noch das schöne Radiumbad aus der Zeit der 30er Jahre, als wir 5. größtes Kurbad in Deutschland gewesen sind. Uran wurde kriegswichtig. Die Deutschen beschlagnahmten die belgische Uranreserve. Das Problem war vorerst nicht die Menge an Uranerz, die man für die Atomforschung brauchte, sondern die Fertigungstechnologie. Dennoch wurde im Erzgebirge nach weiteren Uranerzlagern gesucht. Joachimsthal auf der tschechischen Seite des Erzgebirges war damals Hauptort der deutschen Uranförderung. Die Deutschen hatten sich das Sudetenland angeeignet. Man bekam heraus, dass auch unter Johann Georgenstadt, Annaberg und Schlema größere Uranmengen zu erwarten waren. Wie groß diese Mengen wirklich sind, hatte damals niemand gedacht. 80.000 Tonnen reines Uran sollten es in den 43 Jahren Bergbau werden, die man in der Lagerstätte zwischen Schneeberg, Schlema und Aue aus der Erde schlug. 1/3 der gesamten Wismutproduktion, eines der größten Uranlager der Welt. Pechblende. Heute ist sie in Schlema ein strahlendes Museumsstück, bei dem der Geigerzähler anschlägt. Ein Brocken, 30 cm groß, hinter einer Glasscheibe. Meinels Cousinen, die in den Vereinigten Staaten wohnen und ihn neulich besuchten, wollten vor Schreck den Raum nicht betreten. Und wir haben hier bei unserem Uran ein Messprogramm, wo wir also sagen können, wenn man 1 Stunde an diesem Gerät steht, an dieser Barriere steht, die etwa 1 Meter von dieser Erzprobe entfernt liegt, dann hat man eine Dosisaufnahme, die dem 20. Teil von einem Zahnröntgen entspricht. Es ist für den Besucher relativ ungefährlich. Ich muss aber Tag und Nacht hier einen Lüfter laufen lassen, um eben das Rad dann auch rauszuschaffen. Das hört man also hier immer brummen. Und wir haben hier ein schönes Messgerät, wo man natürlich dann auch diese Pechblende, die man hier sieht, natürlich dann auch hörbar gestalten kann. Wir haben also hier so ein altes Messgerät von Bergleuten, wie sie es im Schacht gebraucht haben. Und hier hört man das natürlich schon, das ist knastert, ne? Und da die Bergleute, die das früher gehört haben, die haben sich dann gefreut, weil sie wussten, jetzt gibt es Erzgeld und da stimmt das Geld. Das Stück, was hier liegt, stammt vom letzten Erzblock, ist also aus 1530 Metern Tiefe nach Übertage gebracht worden, hat ungefähr einen Metallgehalt von 6%. Ja, musste dann also im Prinzip gemahlen werden und dann mit Säure verarbeitet werden und so weiter. Dann hatten wir irgendwann diese Konsistenz Yellow Cake und so ist es dann in die damalige Sowjetunion geschafft worden und weiterverarbeitet worden.
Uranium. Yellowcake. Da ist es. Das Gold, das aus der Pechblende gewonnen werden kann. Ist es das Glück nach dem Unglück? Der gelbe Kuchen gepresst wie ein Ziegelstein? Er ist wertvoll. Ohne ihn keine Kernspaltung, keine Atombombe, kein Atomkraftwerk. Yellowcake. Die Jagd begann. Der Berg atmet. Luft stürzt in den kalten Förderschacht. Unten die ein- und ausziehenden Wetter, der Organismus von Hauptstrecken und Querschlägen und Blindschächten. Aber ein Atem, als ob einer eiserne Lungen gebaut hätte, ein ganzes Gebirge zu lüften. Und oben die Halden, die Fördertürme. Natur, wie mit dem Beil behauen. Ganze Wälder, die hinabgeschickt werden, ganze Felsmassen, die da heraufkommen. Im März 1945 bombardiert die US Air Force Oranienburg. Ihr Ziel, die Auerwerke. Dort lagert tonnenweise Uranoxid. Dort steht die weltweit erste Anlage zur Uranaufbereitung. Dort, so vermuten die Amerikaner, wird für die Atombombe geforscht. Noch im Jahr ihres Sieges werfen die Amerikaner Atombomben auf japanische Städte ab. Die Sowjets haben keine Bombe. Nun forciert auch Stalin die Kernforschung. Noch im Jahr ihres Sieges kriechen Offiziere der Roten Armee in die alten Silberstollen des Erzgebirges, um herauszubekommen, wie mächtig die Uranerzlager dort sind. Sie haben deutsche und russische Geologen dabei und alte erzgebirgische Bergleute. Unter Schneeberg und Schlemer zieht sich der 300 Jahre alte Markus-Semmler-Stollen. Die Schächte heißen Weißer Hirsch oder Ritterschacht oder Peter und Paul. Die Offiziere nehmen die Gesteinsproben mit. Sie sind gut. Sie sind reich an Uran. Im Sommer 1946 kommen die Sowjets wieder. Im Schacht Weißer Hirsch beginnt der Uranabbau. Im Mai 1947 wird ein Unternehmen gegründet, die sowjetische Aktiengesellschaft Wismut. Wismut ist ein rötlich-weiß glänzendes Metall. Man findet es auch im Erzgebirge. Der Name Wismut solle verhüllen, was jeder weiß. Christian konnte sich unter einem Fördermann nichts vorstellen, nichts unter einem Radiometristen. Im Bus war von Schichtschreibern und Schachtsanitätern die Rede gewesen. Hauer, hatte es geheißen, ist eine Schinderei. Dann waren die Sitten erörtert worden, die hier herrschten. Wildwest, Sperrgebiet, ohne russischen Ausweis, nicht raus und nicht rein. Und Saufereien, Schlägereien, Fantasielöhne. Essen 2-3. Christian hatte sich vorgenommen, nur das zu glauben, was er sah. Was er bisher gesehen hatte, besagte wenig. Höchstens, sie sind hier nicht eingerichtet auf Physimatenten. Und so wie wir 1935 13.000 Kurgäste im Jahr hatten, so sind 1948 jeden Tag 16.000 Bergleute mit dem Zug nach Oberschlemer gefahren. Und Oberschlemer mit etwa 3.500 Einwohnern musste in dieser Zeit dann 24.000 Bergleute aushalten. Und da braucht man sich natürlich nicht zu wundern, dass die gesamten Ortsstrukturen innerhalb von Monaten in die Knie gegangen sind. Ich bin 1947 mit meinen Eltern sind wir hier nach Oberschlemer gekommen, weil mein Vater von Beruf Bergmann war. Und ich habe Schornsteinmaurer gelernt. Und die Lehre wurde ja nicht zu Ende geführt, weil wir aus Schlesien, Niederschlesien, raus mussten. Mein Vater hat dann gesagt, ich gehe dorthin, wo der Bergbau ist und nicht woanders. Und aus diesem Grund kamen wir nach Oberschlemer. Mein Vater oder die Familie war froh, dass wir gleich Arbeit hatten. Und von wegen, dass sie sich mal äußern konnten, hier wird das Erz gebrochen für die Atombombe, die der Russe hier bauen will. Also da, das hat sich niemand getraut. Ernst Höhme, Jahrgang 1930, 16 Jahre Wismut, später Lehrer. Mit 17 fängt er im Schacht an. Eigentlich darf man erst mit 18 unter Tage. Mein Vater war ja Berufsbergmann, Hauer. Und jeder Hauer zu der damaligen Zeit kriegte dann 2 Füller mit. Also die Masse wegschaufeln müssen. Das waren die kleinen Loren, Hunde, sagt man, vom Silberbergbau noch. Die liefen ganz schlecht. Da ging auch nicht allzu viel rein, vielleicht ein halber Kubik, nicht? Das war ein saurer Job, wenn einer neu war. Diese Technik aus Holz und Dreck gebastelt.
und die Klappe hatte sich nicht schließen lassen, ein Riesenbrocken war verkantet. Der Hund war übergelaufen. Da musste ein zweiter Hund ran und dann los mit der Schippe. Diesem Stück Blech und kein glatter Grund unter den Füßen. Kein Platz in der Strecke und dabei, dabei. Da kann einer das Verrecken kriegen, wenn er Zentnerbrocken stemmt und wenn er sich die Lunge aus dem Bauch schippt, wenn er sich das Fell blutig reißt, die Knochen aufschlägt, überall eingeklemmt bis zum geht nicht mehr. Und dann springt der Hund aus der Spur und kein Hebel da und kein gar nichts. Und kein Schwanz von dieser Menschheit, der sich da blicken lässt. Rias Berlin, 1948. Wer den Uranbergwerken in Aue entkommen konnte, kann natürlich etwas erzählen. Und ich habe eine Gruppe von jungen Menschen um mich, die aus Aue kommen, die dort zwangsverpflichtet war. Ich bin aus dem Betrieb rausgeholt worden. Und zwar von der Polizei. Ich bin mitgefahren bis nach Aue, nee, war. Man hat mich da zum Arbeitsamt gebracht, hat die Papiere alles fertig gemacht. In der Zeit konnte ich mal runterfahren, im Bergwerk rein, hat mir das alles angesehen. Und da waren Arbeiter gewesen, die haben mir gesagt, nee, war, für diejenigen, die in der Nähe da unten wohnen, nee, war, und schon jahrelang in dem Bergwerk arbeiten, die bekommen Juteverpflegung. Alles andere, nee, war, Jugendliche und so weiter, die von anderen Städten sind, die sie Arbeit nicht dran gewöhnt sind und nicht kennen, nee, war, die können das nicht schaffen. Wie war es bei Ihnen? Ich war ein Jahr in Aue, bin zweimal getürmt. Beim ersten Mal bin ich geschnappt worden. Die Arbeitsbedingungen unter Tage sind sehr schlecht aufgrund der schlechten Luft unten, der Radiumausstrahlung, der Nässe und Kälte. Ja, gesundheitsschädlich natürlich. Sehr, auch. Sehr gesundheitsschädlich. In letzter Zeit sind bei uns sogar Russen mit eingefahren und haben vor Ort gesessen, haben aufgepasst, dass wir auch gearbeitet haben. Außerdem war uns kaum Zeit gelassen, während der Arbeitszeit eine Schnitte Brot zu essen, falls wir eine hatten zum Mitnehmen. Ernst Höhme war freiwillig bei der Wismut, wie die meisten. Die Zwangsverpflichteten, die die Arbeitsämter und die Polizei von überall her schickten, blieben meist nicht lange. Auch die Zeit, als Strafgefangene unter Tage geschickt wurden, war kurz. Der erste Wismutchef, Geheimdienstgeneral Maltsev, der in seiner Heimat einen großen Gulag geleitet hatte, merkte bald, ein Gulagsystem lässt sich hier, mitten im Erzgebirge, in einer dicht besiedelten Gegend, nicht aufbauen. Ernst Höhme und tausende andere, ob Flüchtlinge, die in Sachsen gestrandet waren oder Erzgebirgler selbst, kamen aus freien Stücken. Auch Ernst Höhmes Frau Elfriede, geboren in Schlema. Die Jungs, die wollten gern Radiomechaniker, Autoschlosser, solche Sachen. Es gab keine Radio, es gab keine Autos und so. Da war gar keine Möglichkeit. Aber was war? Das war der Bergbau. Und das sind der größte Teil ging jetzt in Bergbau. Auch ich war in der Verwaltung mit Produktenabteilung und auch da war ja allerhand, ne, mit bei den Anfängen. Ich war der Jüngste dort und da wurde nicht erzählt und da wurde auch nicht irgendwie nur aufgeklärt. Es wurde uns erklärt, was wir machen mussten und wir haben Erzpulver filtriert. Wir haben richtig wie Kaffee gefiltert, das haben wir filtriert und haben uns nicht dabei gedacht, wissen Sie. Und so waren eben dann die Sachen gegangen. Und wir hatten auch viele Frauen im Bergbau. Die waren in der Kaffeeküche unten, ja, die haben Kaffee verabreicht. Wir hatten auch welche, wie war denn das, die auch Hunde geschoben haben, ne? Sie waren nun nicht in Aue, Sie waren in Annaberg. Ich war in Annaberg gewesen. Die Absteifung unten war sehr schlecht und ganz primitiv, dass teilweise große Lücken waren und sehr viele Unfälle dadurch passierten. Durchschnittlich fast jeden Tag wurde ein Verletzter, die Leiter nicht mal haben sie die Möglichkeit gehabt, den Menschen zu transportieren, da er einen Rückgratbruch hatte, Armbrüche und so weiter, hat man den Mann zwei volle Stunden nach oben transportiert. Der Mann hat geschrien wie ein Kind. Ja, ganze Städte in den Himmel blasen, das ging. Da hatten sie eine Mordstechnik entwickelt, da war Geld für da, ein Riesenerfindergeist und massenhaft Leute gab's, da gab's alles. Aber hier? Große Töne spucken von wegen Kernphysik. Aber hier, am Ursprung? Da gingen sie den Fels an wie vor 2000 Jahren, rammelten den Berg übern Haufen mit Spitzhacke und Blechschaufel und gerade noch, dass die alten Ägypter keine Geigerzähler gekannt hatten und keine Presslufthämmer, das war der ganze Unterschied. Sollten sie mal künstliches Uran erfinden, statt das Maul aufzureißen, sollten sie ihren Grips anstrengen zur Abschaffung der Knochenarbeit, der Schinderei überall,
statt lange Oden zu singen. Ich bin Bergmann, wer ist mehr und der Mensch steht im Mittelpunkt. Amen. Das war alles im Entstehen. Das war eben dann die Hektik durch die Situation, dass der Amerikaner die Bombe hatte. Der Russe hat sie noch nicht. So, hier war das Material zur Herstellung der Bombe. Und da musste das so schnell wie möglich geschehen, dass sie an das Material kam. Und das ist auch der Grund, meiner Meinung nach, dass hier ein Bergbau nicht so betrieben wurde, wie es sich gehörte, sondern Raubbau. Die sind bis an die Oberfläche gegangen, weil ja die Erzgänge bis an die Oberfläche rausgegangen sind. Nicht? Bergmännisch denkt man das, sagt man das bis zum Ausbiss. Nicht? Und da haben sie eben keine Rücksicht genommen auf die Bevölkerung. Der Raubbau wurde etliche Jahre getrieben. Und 1952 war es so weit, dass sie den Ort dann evakuieren mussten. So war das. Hömes, die dann schon zwei Kinder hatten und mit dem Elternhaus wohnten, hatten Glück. Ihr Haus stand nicht in Oberschlema wie das Kurhaus, sondern unten in Niederschlema. Die Häuserzeile am Schlemerbach blieb stehen. Doch ringsherum wuchsen die Halden, donnerten unablässig Laster, Busse und Züge vorbei. Ein Leben in einem Höllenspektakel. Stacheldraht, Wachtürme mit bewaffneten Posten, übermannshohe Bretterzäune, aufgerissene Straßen, provisorische Wege. Die alten Bilder haben etwas Surreales. Ein Lagerleben inmitten einer Mondlandschaft bizarrer schwarzer Halden. Die Berge wurden nach draußen gebracht und atmeten dabei Radon aus, jenes Gas, das beim Uranabbau entsteht, das in geringen Dosen heilsam ist und in höheren krank macht. Wir sind im Allgemeinen, würde ich sagen, im Sozialismus sehr geprägt worden. Wir sind bescheiden. Wir sind nicht so anspruchsvoll, aber wir schätzen schon ein, wissen Sie, und sehen ja auch hier, was gemacht wurde. Und wenn wir zurückdenken, wo die Halden sind, schauen Sie sich an, wissen Sie, die Kipper sind ja offen gefahren. Da war nichts abgedeckt und da war nichts, die sind offen, hier drüben die Straße runter Tag und Nacht. Und dann wurden die Halden aufgeschüttet. Und das sind alles Dinge, wo wir das einfach hingenommen haben, weil keine andere Möglichkeit war. Wissen Sie, und das fing schon mit dem Beruf an, wo ich sage, also aus unserer Klasse oder die Jungs und was man sagt, ging alles in Bergbau. Und da muss ich auch sagen, es war auch ein Segen für uns. Es wurde gut verdient. Es gab Essen morgen. Wir lachen manchmal darüber, wenn wir so zurückdenken. Da gab es am Anfang süße Krauben. Das kam von Russen irgendwie. Süße Krauben, süße Nudeln. Und da haben wir das auch mitgeholt und die Bergleute bekamen das. Und in Essenträgern haben wir das nach Hause geholt. Wir waren froh, dass wir das hatten. Wir hatten ja kaum etwas zu essen. Und das sind alles solche Dinge. Der Bergbau hat sicher auch Gutes gebracht. Und es geschah etwas Seltsames. Der Pickhammer arbeitete ruhig und gleichmäßig. Splitter um Splitter nahm der Vierkantmeißel den Berg. Christian hockte am Stoß, vor seinen Knien brach das Erz nieder und häufte sich. Die Luft donnerte von den Wänden wieder, das Wasser schmatzte. Unablässig fraß sich die Stahlspitze tiefer, unablässig wich der Berg zurück. Nach und nach vergaß Christian alles um sich her, die Arbeit überkam ihn wie ein Rausch, plötzlich und ungeheuer. Die Anfangsjahre, da wurde viel trocken gebohrt. Diese Hauer haben manche ausgesehen wie Müller. Alles weiß und das war Staub. Dann wurde ja streng geachtet, das war dann schon Anfang der 50er Jahre, wo nass gebohrt werden musste. Da gab es auch einen Sicherheitssteiger, der im Revier durchging. Und wer trocken gebohrt hat, konnte zur Strafe kommen. Und da wurde eben nass gebohrt. Und bei dem Nassbohren, das ist ja verständlich, wenn sie nach oben nass bohren und die stehen so darunter, das ist unangenehm. Ne? Und da haben auch manche, wenn es ein paar Loch waren, ganz schnell trocken gebohrt. Aber es wurde dann darauf geachtet, nass zu bohren. Aber die Anfangsjahre eben nicht, weil die Voraussetzungen erst geschaffen werden mussten.
Die Wasserleitungen mussten nachgezogen werden, nicht nur alleine die Luft. Und von den ersten Bergleuten, die hat sie eben dann erwischt mit der Silikose. Silikose, sagen die Bergleute, auch Staublunge, auch Schneeberger Krankheit. Sie entsteht durch den Gesteinsstaub. Und weil der radioaktiv war, bekamen viele auch Lungenkrebs. Ein Leben, bei dem einem die Luft wegbleibt? Ein langsames, qualvolles Sterben. Von 1951 bis 1990 sind fast 15.000 Silikosefälle erfasst und 5.300 Lungenkrebstote. Bis 1999 wurden noch einmal mehr als 7.700 Fälle von strahlungsbedingtem Lungenkrebs als Berufskrankheit anerkannt. Die Wismut hatte im Laufe der Jahre fast eine 500.000 Mitarbeiter. Aus der Statistik heraus fielen Bergarbeiter, die ihre Krankheit erst bekamen, als sie schon in anderen Berufen arbeiteten. Lungenkrebs kann Jahre, Jahrzehnte brauchen, um auszubrechen. Kein Wismut-Kumpel ist davor gefeit, bis heute nicht. Und mein Vater hat gesagt, also Junge, das ist hier nicht der richtige Arbeitsort durch die Trockenbohrerei. Und da hat er mich, wenn er gebohrt hat, und er versucht da, mich rauszuhalten. Aber der feine Staub ist ja im ganzen Schacht unten. Und da habe ich auch versucht, aus dem Schacht rauszukommen. Und da musste ich zum russischen Schachtleiter. Und da gab es nur ein Nähd. So, was wollte ich denn machen? Da hat man eben dann sich abgefunden und ist dann dabei geblieben. Das wurden dann 16 Jahre draus. 1955 passierte in Schlema das größte Unglück der Wismutgeschichte. Ein Grubenbrand, bei dem 33 Bergleute umkamen und viele schwer verletzt wurden. Eine modernere Grubenwehr wurde gegründet. Ernst Höhme ging hin, endlich aus dem Schacht raus. Die Trauerfeier in Karl-Marx-Stadt war ein Staatsakt. Otto Grotewohl sprach. Und nun spricht der Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen Republik, Otto Grotewohl. Liebe Bergleute, liebe Bergkameraden, sehr verehrte Gäste, mit einem herzlichen Glück auf heiße ich Sie hier alle an traditionsreicher Stätte willkommen. Bad Schlemas Bürgermeister AD Konrad Barth, Juli 2011. Alljährlich zum Bergmannstag gedenken wir hier am Ehrenhain nicht nur unserer 33 beim Grubenband 1955 im Schacht 208 und 250 ums Leben gekommenen Kameraden. Wir gedenken aller Wismutbergleute, die in den 4 Jahrzehnten in Sachsen und in Thüringen zu Schaden oder zu Tode gekommen sind. Seit Jahrhunderten wissen die Menschen, gerade in unserer Region, alles kommt vom Bergwerk her. In gefahrvoller Arbeit heben die Bergleute die Schätze unserer Erde. Sie schufen und schaffen Voraussetzungen für die Technisierung der menschlichen Gesellschaft. Diese Schätze zum Wohle der menschlichen Zivilisation einzusetzen, hat nichts mehr mit unserer bergbaulichen Tätigkeit zu tun. Darüber entscheiden die Politiker. Und wo ist die Stätte des Verstandes? Niemand weiß, wo sie liegt, und sie wird nicht gefunden im Lande der Lebendigen. Die Tiefe spricht, sie ist in mir nicht, und das Meer spricht, sie ist nicht bei mir. Man kann nicht Gold um sie geben, noch Silber darwägen, sie zu bezahlen. Es gilt ihr nicht gleich euphorisch Gold oder köstlicher Onyx und Saphir. Gold und Glas kann man ihr nicht vergleichen, noch um sie golden Kleinod wechseln. Korallen und Kristall achtet man gegen sie nicht. Die Weisheit ist höher zu wägen denn Perlen. Topas aus dem Morgenland wird ihr nicht gleich geschätzt, und das reinste Gold gilt ihr nicht gleich. Woher kommt denn die Weisheit? Und wo ist die Stätte des Verstandes? Buch Hiob, Kapitel 28, Berglesung. Die Kapelle spielt einen Trauermarsch. Dann zählt der Bürgermeister AD auf, welche Spuren der Uranbergbau in Sachsen und Thüringen hinterlassen hat. Gedenkt der abgerissenen Dörfer und Städte,
erwähnt die strahlenden Halden, die radioaktiven Schlammteiche, die vergifteten Flüsse und Seen. Die Radioaktivität, die in die Atmosphäre abgegeben wurde. Wir können also davon ausgehen, dass die Sanierung und Revitalisierung der Gruben- und Erzbergbaufolgelandschaft genauso lange dauert wie der Abbau des Erzes selbst. Es stellt sich damit die Frage, hat es sich gelohnt, so viel menschliche Kraft, aber auch so viel Leid und so viel Geld dafür aufzuwenden? Ich meine ja. Letztlich wurde durch das Atomwaffengleichgewicht die längste Friedensperiode in Europa seit Menschengedenken eingeläutet. Uranium. Plutonium. Dass sie überhaupt nie daran denken, was daraus werden könnte aus ihrem Uran, was sie daraus kratzen. Das hat mich so aufgeregt. Michael Beleites gab 1986 die Studie Pechblende heraus. Sie entstand, nachdem er fast 2 Jahre illegal im Wismutgebiet um Gera und Ronneburg und im Erzgebirge recherchiert hatte. David gegen Goliath. Und das hat damals, hatte ich das vor allen Dingen von der Kirche erwartet, dass dort so eine Diskussion stattfindet. Und sie fand halt nicht statt. Und ich gebe zu, dass es auch von meiner Sicht sicher eine ethische Extremposition gewesen ist. Aber mir war halt wichtig, dass man die Folgen des eigenen Tuns mit im Fokus hat und auch die möglichen Folgen des eigenen Tuns mit im Blick bekommt und das nicht von Grund auf verdrängt. Und da ist aber so massiver Widerstand mir entgegengeschlagen, auch noch nach der Wende, den ich so nicht erwartet hätte. Das Wort Uran wurde dort, wo man das Erz abbaute, kaum ausgesprochen. Noch in den 80er Jahren war es ein großes Tabu. Obgleich damals das Uran nicht mehr nur für Waffen, sondern auch für Kraftwerke gebraucht wurde, galt immer noch höchste Geheimhaltung, unter deren Deckmantel man noch alle Umweltsünden verschleiern zu können glaubte. Beleite spricht mit Anwohnern und ehemaligen Bergarbeitern. Aktive haben zu viel Angst, denn es ist ihnen verboten, etwas über ihren Betrieb zu erzählen. Auch Privilegien ersticken das Nachdenken über den Raubbau an Gesundheit und Natur. Wismutbergleute bekommen mehr Lohn, mehr Urlaub, mehr Ferienplätze, billigen Alkohol, schickere Klamotten und bessere Lebensmittel. Michael Beleites macht eigene Messungen an Gebäuden, in Gärten, auf Feldern, in Gewässern, auf Halden. Forscht in der internationalen Literatur zu den Zusammenhängen von Uranbergbau, Umweltbelastungen und Krankheiten. Seinen größten Rechercheerfolg hat er, als sich ihm ein Mitarbeiter der radiologischen Gewässerüberwachung in Gera öffnet. Überall hatte er sich als Mitglied des Kreisvorstandes der Gesellschaft für Natur und Umwelt vorgestellt, der er tatsächlich kurzzeitig war, weil er in Gera eine Umweltgruppe gründen wollte, was ihm aber nicht gelang. Überall traf er nur auf eisiges Schweigen, außer bei dem Herrn in der Gewässeraufsicht. Und das war so geheim, der saß hinter 2 Türen, die keine Türklinke außen hatten, sondern nur eine Klingel, und da saß hinter vergitterten Fenstern und war dort offenbar so vereinsamt, dass er zum ersten Mal erlebt hatte, dass sich jemand überhaupt für seine Arbeiten interessiert. Und dann lehnt er sich zurück und sagt, die Problematik ist folgendermaßen, und hat 2 Stunden ohne Punkt und Komma erzählt. Und am Ende war das so, dass der mir sogar die Akten auf den Tisch gelegt hat, wo die Uranmesswerte der Weißen Elster drin waren. Und ich konnte das dann alles bei meiner Studie Pechblende nicht verwenden, ohne den zu gefährden, und habe auf die Zahlen und all sowas verzichtet. Aber ich wusste, wo die Brennpunkte sind, wo die Schwachstellen sind, und ich wusste auch ungefähr, in welchen Größenordnungen die radioaktive Umweltbelastung hier stattfindet. Für 2 Wochen kann sich Michael Beleites eine Videokamera ausleihen. Er filmt im Geheimen, zeigt, wie im Bahnhof Gera die Wismutarbeiter die Züge Richtung Uranbergwerk besteigen, dokumentiert uranhaltige Halden, Wassereinleitungen, Schlammgruben. Über Freunde kann das Filmmaterial nach West-Berlin gebracht werden. Dort macht die ARD eine Kontrastesendung daraus.
Die ersten Bilder von der unwahrscheinlichen Umweltzerstörung einer ganzen Region werden öffentlich. Da habe ich auch viel mit versteckter Kamera gefilmt. Auch in Gera am Bahnhof habe ich so einen Wismutzug gefilmt, wie die Bergarbeiter dort eingestiegen sind, damit man mal sah, wie viel das eigentlich sind. Und so, und das habe ich natürlich unter höchster Anspannung mit versteckter Kamera aufgenommen. Und das war aber eine heikle Sache. Also das hätte die Stasi nicht mitkriegen dürfen, dass ich das Video gemacht habe. 20 Spitzel hat die Stasi auf Beleides angesetzt. Und dennoch bleiben seine Recherchen unentdeckt. Originalton des Kontrastefilms. Sperrschilder warnen vor dem Fotografieren, aber nicht vor den radioaktiven und toxischen Gefahren der Deponien. Dort, wo der Schlamm an der Oberfläche abtrocknet, bildet sich feiner, staubiger Sand. Und wenn stärkerer Wind aufkommt, entstehen hier radioaktive Sandstürme. Die Studie Pechblende wird 1988 mit Hilfe des kirchlichen Forschungsheims Wittenberg herausgegeben und zugleich in Ost und auch in West verteilt. So erfährt der Staatssicherheitsdienst aus der Frankfurter Rundschau von Beleides Dokumentation. Die Veröffentlichungen in der Westpresse wiederum schützen den jungen Umweltaktivisten, denn die Mächtigen wissen, alles, was sie mit dem jetzt machen, erscheint genauso schnell in der Westpresse wie die Pechblende. Davor hat der große Goliath Angst. Doch er unterlässt es nicht, den kleinen David, der in dem ungleichen Kampf gesiegt hat, immer wieder ganz systematisch und hinterhältig zu verunsichern. Wenn man merkt, dass die Stasi regelmäßig in der eigenen Wohnung ist oder zumindest irgendjemand regelmäßig in der eigenen Wohnung ist, dann wird man dann irgendwann auch unsicher, wenn man nach Hause kommt und sieht, da war irgendwas und überlegt, tut man jetzt einen Kaffee oder einen Zucker in den Müll schütten und neuen besorgen oder tut man den weiter verzehren. An der Stelle hatte ich viel größere Angst als vor einer Inhaftierung. Anfang der 90er Jahre erscheint eine erweiterte Ausgabe des Buches von Michael Beleides. Diesmal unter dem Titel Altlast Wismut. Auf dem Titel ist das Foto eines matschigen Sees zu sehen, gerahmt von einer Halde. Aus einem überdimensionalen Rohr fließt Schlamm in den See. Das Bild zeigt einen Teil des Aufbereitungsbetriebes Seligstedt bei Ronneburg. In der Erzwäsche wurde das Uran zu Yellowcake veredelt und auf den radioaktiv belasteten Halden ringsum übten Generationen von DDR-Studenten den militärischen Ernstfall. Das Militärlager bei den Orten Seligstedt und Braunichswalde war ein zentraler Ort für die Reservistenausbildung. Beleides berichtet in seinem Buch über die Braunichswalder Krankheit. Der Totengräber des Ortes, selbst ein Wismutkumpel, hatte von Auffälligkeiten berichtet. Jeder zweite, den er begrub, war an Krebs gestorben. Auf Beleides, später wurde er Stasi-Beauftragter des Landes Sachsen, ist man in der ehemaligen Wismut-Region bis heute nicht gut zu sprechen. Wie überhaupt auf die Grünen und Umweltaktivisten nach der Wende. Ohne genauere Daten zu kennen, aber wie auch, sie waren ja bislang geheim und diffuse Ängste führen bislang zu grotesken Übertreibungen, schlugen einige gar vor, einen unüberwindbaren Zaun um ganz Schlema und andere Wismutgebiete zu ziehen, alles abzureißen und Zonen daraus zu machen, die keiner betreten darf. Investoren wurden abgeschreckt, gerade im Westen gewonnene Geschäftspartner zogen sich zurück, weil sie glaubten, die im Erzgebirge genähten Hosen seien radioaktiv kontaminiert. Lange Messreihen des Bundesamtes für Strahlenschutz widerlegten das, ebenso wie die Vermutung vom strahlenden Gemüse in den Gärten. Aber der Ruf der Region war erst einmal dahin. Rasselnd fahren die Fördergestelle nieder. Drüben am B-Schacht fahren andere aus mit dem Sog der Pulvergase, der ausziehenden Wetter. Dazwischen die Metamorphose des Gesteins, der Gebirgsdruck, die Technik der Ingenieure. Dazwischen der Kampf, die Erschöpfung, die Dunkelheit. Die Produktionsziffern und die Flüche dagegen, die Planzahlen und die Anstrengung dafür. Und aus allem das Erz. Die Pläne waren immer hoch und waren nicht immer erfüllbar. Und das war alles mit viel Spuk und Spektakel verbunden. Also der Obersteiger gab den Erzauftrag und am Ende der Schicht wurde abgerechnet. Wieder beim Obersteiger am Schreibtisch. Und das saß natürlich auch oftmals einer dort, der kein Deutsch konnte und der nur gefragt hat, wo der ist. Also Erz ist,
Naja. Horst Diethe, Jahrgang 1932, 43 Jahre Wismut. Geboren in Soße im Erzgebirge, mit 15 Jahren zum ersten Mal im Schacht. Zum Schluss Hauptdispatcher Wismut in der Generaldirektion. Das hat natürlich jeden doch einen neuen Kampf gekostet. Wenn mich heute einer fragt, wie geht das denn auf der Straße, sag ich, wie früher mit dem Erz. Sag da, wie meinst du das? Sag ich, jeder doch ein neuer Kampf. Hiermit den Ehrentitel Held der Arbeit. Auszeichnungen, Prämien, Zuschläge, eigene Kulturhäuser und Sportclubs, Mal- und Schreibzirke, Ferien- und Kurheime, eigene Geschäfte und Wohnungsbau. Von außen mag das ausgesehen haben wie, denen steckt man noch alles in den. Doch jeder im Erzgebirge wusste, bei der Wismut bekommst du nichts geschenkt. Der Preis war bekannt. Es ist ein Knochenjob, vielleicht der härteste im Land. Und du kannst auch viel verlieren. Jeden Tag ein neuer Kampf. Das ist zwar so ein Slogan, der allgemein verwendet wird, aber da trifft eben auch zu, wir wurden gefordert in der Arbeit und wir wurden aber auch gefördert. Also wäre der Steiger Max nicht zu mir gekommen und hätte gesagt, Junge, du gehst nach Fallberg, da wäre ich wahrscheinlich bis heute nicht dort gewesen. Also so war das, wir hatten schon ein paar alte Leute, alte Bergleute, die sich um uns Jungen wirklich gekümmert haben. Mancher hat die Ratschläge angenommen, mancher hat sie ausgeschlagen. Eine Karriere vom Schüler mit 8 Klassenabschluss zum Diplom-Ingenieur und Leiter war bei der Wismut nichts Seltenes. Die alten, gelernten Bergleute starben aus. Man brauchte dringend neues, hochqualifiziertes Personal. Mit Hilfskräften allein ließ sich so etwas Kompliziertes wie der Uranbergbau nicht bewältigen. Allein das Geld ließ sie doch immer noch genug als Hauer im Berg verbleiben. Sie verdienten oft mehr als die Steiger und Obersteiger, die oft Ingenieure waren und meist über Tage tätig. Christian spürte den Rhythmus dieser Arbeit. Nun gab der Berg seine Geheimnisse preis. Er begriff, wie der geringste Spalt zu nutzen war. Er verlagerte die Belastung automatisch und verausgabte sich nicht. Er ordnete sich einem Rhythmus ein, den er nicht erfunden hatte, der in ihm war oder zwischen ihm und dem Berg und der Maschine. Also arbeitete er und spürte den Berg nicht mehr und die Dunkelheit nicht und nicht die Einsamkeit. Das Erz liegt nicht wie die Kohle in mächtigen Flözen da, sondern es versteckt sich im Berg, bildet Linsen im Gestein, die man erst einmal suchen muss. Das macht es so schwer mit dem Plan, weil so vieles unvorhersehbar ist. Aber dieses Argument galt nicht. Es galt nur, Ruder jest. Sie stießen auf Granit. Die Bohrkrone malmte und murrte im Gestein. Das Gestänge schien auf der Stelle zu bleiben. Der Fördermann ließ seine Bohrstange krumm laufen wie eine Fahrradspeiche. Der Brigadier fluchte, beschimpfte Gott und die Welt und arbeitete. Er wühlte wie ein Berserker. Sie fuhren 1 Meter pro Schicht und keinen Krümel mehr. Das kann man heute mit Fug und Recht sagen, dass das Erz aus dem Erzgebirge und aus Thüringen dazu beigetragen hat, dass das militärische Bad hergestellt werden konnte zwischen der UdSSR und den USA. So war das. Und die Lösung wird heute von vielen noch negiert. Die Lösung war Erz für den Frieden. Naja, welchen Frieden haben will, brauche ich keine Bomben. Muss man ja alles sich überlegen, in Ruhe überlegen. Und da muss man eben sagen, warum haben wir denn ein Tier an der Wohnung und einen Zaun um das Haus, um sich zu schützen. Und wenn man dann gleichstreik ist, dann traut sich der andere nicht so leicht ran, als wenn er einen Schwächling vor sich hat. Am 16. Mai 1991 endet die Geschichte der Wismut, die sich von der sowjetischen Aktiengesellschaft der SAG Wismut 1954 in eine sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft, die SDAG Wismut, gewandelt hatte. Eine Welt stürzte zusammen, auch für Horst Diethe. 1991 hat Russland angefangen, Erz zu verkaufen an die USA. Das muss man sich mal überlegen. Da haben wir nur, sind wir der Lösung gefolgt, mehr oder weniger mit Verstand oder ohne Verstand, Erz für den Frieden. So, wir wissen alle, wie das Atomzeitalter an die Tagesoberfläche trat. Und die Russen haben 1991 mit Gorbatschow dann angefangen, Erz an die USA zu verkaufen. Na, was sagt man dann, ne? Alles läuft ein Geld nach, nicht mehr ein Erz. Das muss man aber jetzt als Bergmann, der das Erz rausgeholt hat, das muss man erst einmal begreifen.
Viele sagen vorbei, hör auf, richte dich nicht auf. Ja, aber es gibt eben auch ein paar, die machen sich im Kopf. Es ist wieder ruhig im Berg unter Schlema. Dort sieht es aus wie ein Schweizer Käse, sagen die Leute. Alles durchlöchert. Das Wasser tropft von den Wänden, die Gänge liegen dunkel da und still. Keine Bergleute, keine Maschinen, keine Hektik. Der Berg ist verstummt. Er hat seine Schätze den Menschen gegeben. Uranbergbau wird es hier wohl nie wieder geben, auch wenn man noch immer Yellowcake braucht für Atomkraftwerke. Der Preis wäre zu hoch, um hier weiter Uran zu fördern. Die Rechnung der Vergangenheit hat das Erzgebirge bezahlt. Wir feiern heute 20 Jahre Wismut GmbH. Es wird saniert seit 20 Jahren in Ronneburg, in Schlema und in Königstein. Die Wismut feiert sich. Sie wurde 1991 zur Wismut GmbH, dem größten Sanierungsbetrieb der Bundesrepublik. In dem Lied geht es, nach der Melodie von New York, Rio, Tokio, um Ronneburg in Thüringen, Schlema im Erzgebirge und Königstein im Elbsandsteingebirge. Die Orte mit den schlimmsten Umweltschäden durch den Uranbergbau und die Aufbereitung von Uran zu Yellowcake. Im Festzelt sind alle Wismut-Honorationen und Mitarbeiter zusammengekommen und treffen sich mit dem Volk. Die Kranzniederlegung ist zu Ende, jetzt wird gefeiert. Wismut GmbH, das ist eine Erfolgsgeschichte, da sind sich alle einig in Schlema. Von den bisher 6 Milliarden Euro, die die Sanierung der Wismut-Hinterlassenschaften verschlang, bekam Schlema mehr als 7 Millionen. Aus dem am meisten zerstörten Ort wurde, fast ist es wie im Märchen, wieder ein Kurbad. Die Zeche haben diesmal alle bezahlt. Die 7,4 Milliarden, die es am Ende kosten soll, sind Steuermittel. Uranium. Plutonium. Legal. Komm nach rein. Komm. Kollegen treffen sich. Die heutigen Wismut-Kumpel wollen den ehemaligen zeigen, wie weit sie mit der Sanierung rings um Schlema gekommen sind. Ja. Wo warst du denn, die Lokfahrer? Eigentlich im Revier oder bei der Förderung? Da warst du ja bei mir. Alte Geschichten summen durch den Bus. Wie der Jung Hans Peter mal Hunde voller Schnee in die Grube brachte, um es dort, wo über 40 Grad herrschten, etwas zu kühlen, ging aber schief. Der Spitzname Manöver Schneeflocke blieb. Das ist der Schneeflocke. Jetzt der gleiche Schneeflocke. Genau, das wussten sie alle. Den Spitznamen kannten sie alle. So, mein Name, damit die mich nicht kennen, die Bormann kennen mich ja, ist Dienl Bernd. Ich bin stellvertretender Leiter vom Projekt Sanierung Unterdache. Und wer mit euch jetzt mal eine kleine Rundfahrt machen, wo wir schon sanierte Halden und Schachtanlagen mal kurz vorbeifahren, unter anderem Golfpark. Zuerst werden wir am Stollen 35, das sehen wir aber nur durch die Gärten durch, wo der Stollen 35 ist, war früher der Stalinschacht, Schacht 280, ein bedeutender Schacht hier für die Region, wo wir dann als erstes auf den Biedenköpfblick fahren, wo wir mal über das gesamte Deformgebiet schauen können. Das Deformgebiet, ein Wort aus der alten Zeit. Es beschreibt die deformierte, vom Bergbau umgewühlte Landschaft in und um Schlema. Der Biedenkopfblick, der Golfpark, Wörter aus der neuen Zeit. Kurt Biedenkopf, der ehemalige sächsische Ministerpräsident, war dem manchen aberwitzig scheinenden Projekt, aus dem Deformgebiet Schlema wieder ein Kurbad zu machen, sehr zugeneigt. Deshalb wurde ein Aussichtspunkt mit Blick auf die neu geformte Landschaft nach ihm benannt. Ein Kurpark, Wanderwege, ein Golfplatz, sanfte Hügel. Man sieht eigentlich von den Halden gar nichts mehr. Also, wenn ein Fremder herkommt, der nicht weiß, dass hier Bergbau war, der sieht es eigentlich nicht. Das ist der ganze Stolz. Wenn keiner mehr merkt, dass hier einmal Bergbau war. Die Handys klicken. Das neue Kurhotel, klick. Der neue Kurpark, klick. Die Hügellandschaft, klick. Die Halden, erklärt der Dienl Bernd, wurden begradigt und mit einer 1 Meter dicken Schicht Erde bedeckt und mit Bäumen und Büschen bepflanzt. Einige Bäume sind schon 20 Meter hoch. Man schaut sich verdutzt um.
Bergbau? Wo? Es ist hier, dadurch, dass wir Uran abgebaut haben und Radon in der Zerfallsreihe entsteht, haben wir hier viel mit Radon zu kämpfen. Also Radon in geringen Mengen sicherlich lebensanregend und in höheren Dosen eben eins der giftigsten Gase, was die schlimmsten Krankheiten hervorrufen kann. Also Schneeberger Lungenkrankheit kam vom Radon her und da sind Leute jämmerlich krepiert. So, und um das zu verhindern, saugen wir eben nach wie vor unsere Grubenluft ab. Haben in zwei große Grubenlüfter laufen, wo wir eben das Tal, wie nach der Wende geschrieben wurde, das Tal des Todes, wie wir es im Grunde genommen sauber halten. So wie es jetzt aussieht, wird das ewig mal gemacht werden müssen. Ewigkeit. Dieses Wort ist verbunden mit dem Uran, das so ewig lange braucht, ehe es zerfallen ist. Man sieht es nicht. Man riecht es nicht, aber es ist da. In Bruchteilen wäre es auch da, hätte es den Uranbergbau nie gegeben. Schlemer steht eben auf Uranerz. Als es gebaut wurde, wusste das keiner. Im Einigungsvertrag wurden wegen der Wismut-Altlasten für das Gebiet der ehemaligen DDR die alten fünffach höheren DDR-Grenzwerte beibehalten und nicht die strengere bundesdeutsche Strahlenschutzverordnung eingeführt. Trotz einer Klage von Umweltverbänden vor dem Bundesverfassungsgericht 1999 gilt dies noch immer. Es ist ein Eingeständnis der Tatsache, dass auf Wismutgebiet nie wieder alles so sein wird, wie es einmal war. Da kann es grünen und blühen, wie es will. Das Hauptproblem ist das Wasser. Der Schacht, der hier rausguckt, das ist die 371, hier, wo wir das Fördergestell rausgucken sehen. Ja. So, und das, wie gesagt, die 208 wird ausschließlich jetzt noch genutzt für die Wasserhebung. Wasser ist eigentlich belastet mit sämtlichen Schwermetallen, die wir kennen. Hauptsächlich aber Uran, Arsen, Eisen selber und Radium. Aber die meisten Probleme haben wir, wie gesagt, mit Arsen. Aber seitdem diese Anlage läuft, ist die Mulde wieder sauber und auch wieder begehrt von den Anglern, weil da drinnen wieder Fischzucht betrieben werden kann. Die Mulde war ja verseucht bis zum geht nicht mehr. Sehen Sie hier, der Schacht jetzt 50 Meter tief und hier unten wird das Zeug jetzt herangefahren, was man jetzt rausbrechen bei dem Vorsicht, wird hier ausgekippt und dann auf der Heide hochgefahren. So hören Sie sich an, die letzten Arbeitsgeräusche der Wismut. 20 Jahre nach dem Ende der Uranerzförderung wird in Schlemer, einige Meter vom Kurpark entfernt, noch eine Schachtanlage, die 15 römisch 2b, betrieben. 50 Meter unter der Erde wird, im nicht uranhaltigen Gestein, ein Stollen gebaut, um darin Wasser abzuleiten. 4 Bergleute braucht man noch dazu. Einer steht oben an der Schachtanlage und überwacht, wie der Hund mit dem Gestein aus dem Förderkorb, einer Art Fahrstuhl, herausfährt, hochgeschoben wird und ausgekippt. Ein Förderband bringt das Gestein zu einem LKW. Der Bergmann spritzt den Hund mit einem Schlauch sauber und fährt ihn wieder zum Förderkorb. Und da steht jetzt der Hund drin. Wir müssen natürlich jetzt alles manuell hier bewegen. Früher ging das automatisch an den großen Schächten, aber das lässt sich ja nicht machen, jetzt im Verlassen. Relativ wenige. Ingo Wolf ist der Leiter der Sanierung Unter- und Obertage. Sein Arbeitsleben ist zweigeteilt. Erst holte er das Uran aus der Erde, nun stopft er im wahrsten Sinne des Wortes alle Löcher zu, die der Bergbau hinterließ. Fast alle der über 50 Schächte wurden mit riesigen Betonpfropfen versehen. Verwahrt, sagt man als Bergmann. Fast eine 500.000 Kubikmeter Hohlräume wurden ausgefüllt, damit es keine Abrutschungen mehr geben kann. Den Stollen für das abfließende Regenwasser zwischen Schneeberg und Schlemer zu bauen, ist wahrscheinlich die letzte größere Aktion der Wismut unter Tage. Die Grube hier ist wie eine Schüssel, eine große, ne, sag ich mal so. Mit Ende des Uranerzbergbaus jetzt ist ja dieser, hier gibt keinen Grubenbau mehr, aber wir fluten die Grube, die alte Grube, steigt ja von unten Wasser auf und dieses Grubenwasser wird ja bei uns separat in der Wasserbehandlungsanlage gereinigt. Das sind im Jahr je nach Zufluss zwischen 5 bis 8 Millionen Kubikmeter, können das sein, die da hier anfallen.
Jetzt kommt hier oben Wasser an, was sauber ist, sag ich mal. Also aus dem Schneeberger Revier, was bis von der Tagesoberfläche kommt. Jetzt Infiltrationswasser, wie man das nennt, kommt hier oben an und muss dann Richtung Zwickauer Mulde. Vom drittgrößten Uranproduzenten der Welt wurde die Wismut zum größten Sanierer. Nirgendwo sonst wird mit so großem Aufwand und so viel Geld versucht, die Folgen des Uranbergbaus zu beseitigen. Wissenschaftler und Ingenieure aus der ganzen Welt schauen sich die neuen Technologien der Wismut an. Als besonders spektakulär gilt die Sanierung der riesigen Absetzbecken, die an den Uranaufbereitungsanlagen in Krossen und Seligenstedt entstanden. Die Becken enthielten Schlämme, die aufgrund der höheren Verarbeitung viel mehr radioaktiv kontaminiert waren als in den Schlammteichen nahe der Bergbauanlagen. Wieder sind die Deutschen der Lehrmeister. Sie haben ihre Jagd nach Yellow Cake für immer abgeblasen. Sogar der sogenannten friedlichen Kernenergie haben sie abgeschworen. In den USA, in Kanada, Kongo und an anderen Orten der Welt geht die Jagd weiter. Schon Anfang der 70er Jahre hatte die Sowjetunion ihren Bedarf an Uran für Atomsprengköpfe gedeckt. Sie verkaufte das Uran aus Thüringen und im Erzgebirge auch weiter nach Indien und in den Iran. Noch 2002 wurden für die USA 8.876 und für Russland 9.196 Atomsprengköpfe gezählt. Irgendjemand hat ausgerechnet, dass man für die totale Zerstörung der USA 124 Atombomben bräuchte und 51 für Russland. 40 Kilogramm Uran waren für die Herstellung der Hiroshima-Bombe ausreichend. 231.000 Tonnen Urankonzentrat lieferte die Wismut. Davon kamen 80.000 Tonnen aus Schlema, Erzgebirge. Woher kommt denn die Weisheit? Und wo ist die Stätte des Verstandes? Sie ist verhohlen vor den Augen aller Lebendigen, auch den Vögeln unter dem Himmel. Der Abgrund und der Tod sprechen, wir haben mit unseren Ohren ihr Gerücht gehört. Gott weiß den Weg dazu und kennt ihre Stätte. Denn er sieht die Enden der Erde und schaut alles, was unter dem Himmel ist. Da er dem Winde sein Gewicht machte und setzte dem Wasser sein gewisses Maß, da er dem Regen ein Ziel machte und dem Blitz und Donner den Weg, da sah er sie und verkündete sie, bereitete sie und ergründete sie und sprach zu den Menschen: Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und meiden das Böse, das ist Verstand. Buch Hiob, Kapitel 28, Berglesung.